Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Logoclick Laminat Fußboden. Exklusiv in Ihrem Bauhaus. Bauhaus, wenn's gut werden muss. Kika, kriegt's. Wir sind heute für euch vor Ort unterwegs und schauen uns aber nicht nur die unterschiedlichen Vierbeiner an, sondern auch die pfeilschnellen Falken. Und damit herzlich willkommen zu Krikra Krex. Uralt wie die Geschichte des Orients ist die Geschichte des Saluki, der zur Familie der pfeilschnellen Windhunde gehört. Seit Jahrtausenden ist er nahezu unverändert im Typ. Der Ursprung dieser Hunderasse lässt sich antiken Skulpturen und Abbildungen zufolge zurückdatieren bis auf die Zeit 3600 vor Christus. Bekannte Hunderassen, die wie die hierzulande beliebten deutschen Schäferhunde, blicken gerade mal auf eine 100-jährige Entstehungsgeschichte zurück und lassen sich von daher kaum mit den ganz ursprünglichen Windhunden, den ursprünglichen Jagdbegleitern des Menschen, vergleichen. Zuschauer waren beeindruckt von der Harmonie zwischen Kindern und Windhunden. Grundlegendes Ziel des Wettbewerbs Kind und Hund ist es zu lernen, dass ein Hund ein sensibles Lebewesen ist und auch als solches behandelt werden will. Der Mischlingswettbewerb sorgte wieder für beste Unterhaltung im Aktionsring. Anmelden konnten sich alle, die davon überzeugt waren, dass der eigene Mischling, der also keiner bestimmten Hunderasse zuzuordnen ist, der schönste Mix ist oder vielleicht der mit den besten Kunststücken und Tricks auf Lager. Bevor wir uns in eine kurze Pause verabschieden, wollte ich euch nochmal daran erinnern, auf unserer Homepage www.krex.de vorbeizugucken, denn da gibt es tolle Preise zu gewinnen.